die Küche ist kalt. Und ja, verwirrt schon ganz laut, wenn ich das merke. Ja. Es fehlt einfach alles. Ne? Das ist, man glaubt, man ist im falschen Film. Ne? Du bist da nicht mehr der JRE-Koch, der halt jeden Tag mit Leidenschaft das macht, was er macht. Du bist halt einfach zu Hause und kannst nichts tun. Ein Verzicht auf einen Restaurantbesuch über einen Zeitraum von 2-3 Wochen, das hätten wir uns vorher ja eh nicht vorstellen können. Wenn die einer gesagt hätte, jetzt gehst du mal 3 Wochen nicht in ein Wirtshaus oder zum Heurigen oder in ein Restaurant, dann hätte ich gesagt, bist du angerannt, also das geht ja gar nicht. Mittlerweile, jetzt haben wir fast 4,5 Monate, 5 Monate hinter uns. Aber das ist schon ein Punkt, wo du dann zwischendurch schon einmal durchschnaufst, gell, wo du sagst, pff, wie wird das wieder? Gell? Wird es hoffentlich wieder. Wenn ein Mitarbeiter nachher nicht da ist oder in Kurzarbeit geschickt wird, das macht man nicht gern. Irgendein Mitarbeiter fehlt oder die Mitarbeiter generell fehlen, da fehlt für uns ein Teil der Familie. Wir haben ein tolles Team, das was hundertprozentig zu uns steht. Aber selbst wir haben welche verloren jetzt in den letzten Monaten, weil einfach die gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich muss was arbeiten wieder, egal in welcher Branche. Und wir haben Mitarbeiter, die aus der Küche und aus dem Service zu Steuerberatern und in die Industrie gewechselt haben, einfach um wieder arbeiten zu können. Das Feeling vom Geschäft, vom Service, das geht mir schon sehr ab. Also das ist eines von den schlimmsten Sachen, was es gibt, wenn man quasi eben seiner Leidenschaft nicht nachgehen kann. Da geht es nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern geht es einfach um das, was man gerne macht. Ja. Wie bei einem guten Jazz, da gibt es immer Höhen und Tiefen. Also das muss, geht nie immer monoton dahin, sondern es muss immer ein bisschen, du musst mitwippen. Und so ist es auch bei uns in der Gastro oder bei uns im Berufsleben. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Und wenn ich die Leidenschaft verliere, glaube ich, dann gibt man den Job schneller auf als in einem anderen. Ne? Weil der Job lebt sehr viel von der Leidenschaft. Ja, es brennen einfach alle wieder loszulegen. Generell der Hasshunger auf die Gastronomie ist, glaube ich, so groß wie noch nie. Ich glaube schon, dass sich der Gast jetzt auch wieder ein bisschen entwickelt oder anders ist. Aber ich glaube auch, dass die Wertschätzung wieder höher wird. Alles, was man mit Liebe macht und mit Leidenschaft, macht man gut und besonders. Und vielleicht bei uns in unserer Branche nur spezieller, weil die Leidenschaft eigentlich das Um und Auf ist in unserem Beruf. Koch ohne Leidenschaft wird niemals gut kochen. Also das gibt's nicht. Also der Beruf funktioniert ohne Leidenschaft nicht gut. Genau so, glaube ich, stelle mir das vor, jetzt wenn der erste Gast reinkriegt. Ja, das durchatmen und geht schon. Geil. Ja, ich kann es nicht anders sagen, aber auf das ist echt, da rinnt man gerade ganz laut ab, ich höre es noch und auch die Kochjacken wieder anziehen. Meine Frau hat gemeint, passt eh gut, noch, das ist eh fesch. Nein, schön. Muss ich fast lernen. Wahnsinn.